Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Jorginho und willkommen auf meinem Kanal zurück. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute geht es mal nicht um ein Commentary, ja, heute ist mal etwas live dran, ja, neun live, nicht am Start, sondern live. Ja, heute ist nämlich das Riesenprojekt mit dem Titel, den ihr noch nie im Leben gehört habt, nämlich WZG, ja, ist jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, hat jetzt nichts mit dem zu tun, wo ihr jetzt gerade dran denkt. Nein, es heißt einfach schlicht und ergreifend Weg zur Goldwaffe. So, aber bevor ich jetzt anfange, ich mache dieses Projekt natürlich nicht alleine. Ja, jetzt kommt mein Schützling ins Spiel und ich würde sagen, ja, moinsen Leute, ich bin's, Cherinator. Jetzt habt ihr mich ja bestimmt schon mal gehört oder gesehen. Einige haben mich ja sogar abonniert, danke dafür. Und ja, wir spielen WZ fucking G. Ich weiß, das war jetzt auch schon geklaut wieder, aber wir bleiben in unserer eigenen Stilrichtung. Wir machen das auf unsere Weise und ja, Giorgio, sag, was wir machen. So, ja, und wie gesagt, ja, jetzt erkläre ich mal ein bisschen, wie das jetzt hier abläuft. Und zwar ist das so, das läuft jetzt so ab. Wir werden jetzt gleich eine Klasse erstellen, ja, mit einer Waffe, die wir überhaupt noch nicht gespielt haben. Also, wo wir wirklich auf Level 1 sind und dann werden wir von Level 1 bis nach oben prügeln. Also bis Prestige 2 Level 16 ist das, glaube ich. So, und halt, dass die Waffe auch aus Gold ist. Also müssen wir Prestige drücken? Ja, so, das ist... Müssen wir Prestige drücken? Ja, also... Nö, man kann nicht auch auf Gold spielen, ohne Prestige zu drücken. Aber das ist ja Jacke wie Hose, ne? Genau, das ist Jacke wie Hose. Auf jeden Fall, wenn wir die Waffe auf Gold spielen, das ist unser Ziel. Und ihr werdet bei jeder scheiß Part, also bei jedes Mal, wenn wir die Waffe anrühren, werdet ihr dabei sein. So, das ist einfach unser Thema. Das ist auch so ein bisschen Road to Commanders Style, Alter. Ich hab, ja. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen, aber halt, hier geht's nicht um ins Prestige zu gehen, sondern die Waffe auf Gold zu spielen. So, da würde ich mal sagen, wir fangen ja, mal an mit der Klasse. Bitte. So, ja, also ich werde für WZG werde ich die Waffe verwenden, ganz klar in MP, ne? Die PDW werde ich verwenden, ja, die muss ich jetzt hier freischalten, da seht ihr auch, ich verwende sie zum ersten Mal hier. Steht auch direkt unten Waffen, Stufen, Fortschritt, ist auf 1, also noch nie gespielt, also erste Mal für mich. Ja, und ich werde dazu die Perks einpacken, ja, Perks hier werde ich mir natürlich, ich habe mir nämlich von meinem Prestige-Token Geist erspielt. So. Oh, so, das wird auf jeden Fall reinkommen. So, hier werde ich natürlich kaltblütig reinpacken bei dem Extra 2. Und bei der Gesundheit lassen wir die Gewandtheit. Das ist sehr schön. Die Granate machen wir die Semtex, weil ich auch im Semtex-Lab bin. Und, ja, die Handgranate lassen wir auch drin. Das ist super. So, was ist jetzt hier noch Unnötiges? Es gibt jetzt nichts Unnötiges, was man jetzt irgendwie verändern sollte oder können. Ja, wie sieht's bei dir aus? Ja, wie ihr im Hintergrund seht, jetzt kommt die... Nein, ich nehme keine Maschinenpistole, ich nehme ein Sturmgewehr. So, und zwar auch hier seht ihr, ich schalte es das allererste Mal frei, die M8A1, das Vierer Burst Beast. Ich werde es mir, wenn ihr sagt, ich bin schon kurz vom Prestige und bin ja bald Prestige, ich werde mir kein Ghost kaufen, ich kaufe mir die Waffe dann direkt weiter, damit das hier nahtlos übergeht. Hier, ihr seht, Waffenstufe 1, ich habe sie wirklich noch nie gespielt. Und die Aufsätze habe ich noch keine, wie ihr seht. Das heißt, ich packe mir am Anfang erstmal Hardliner, Plünderer rein, dann zwei extra 3s, also Gewandtheit und Extrembedingungen, damit ich auch immer schnell weg bin. Und dann die S-Mine und zwei Shock-Sticks, oder wie man die auch immer nennen will. Und, ja, weil wir noch einen Slot frei haben, haue ich mir nochmal die Cup 40 rein. Und, ja, hier seht ihr nochmal meine Klasse. Und am Schluss werde ich vor George und die Waffe auf Gold haben. Ja. Davon träumt er aber nachts und ja, ihr fragt euch bestimmt, was ist, wenn einer die Waffe vorher Gold hat? Natürlich werden wir das natürlich weiter durchziehen, ja, damit der andere auch natürlich sein Video-Stuff und Stoff und so ja, weiter vorführen kann, ne? Also ich habe jetzt ein bisschen Versprecher, ich weiß auch nicht warum, ich habe irgendwie einen an der Klatsche, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja, was ich jetzt noch sagen wollte, es ist natürlich jetzt hier auch auf meinem Kanal, aber die Perspektive von Lady ist auf seinem Kanal, also schaut auch bei ihm vorbei, wenn ihr sagen wollt, ey komm Giorgio, ey, ich hab auch mal Bock da vorbeizuschauen, macht das auf jeden Fall, lasst ein Abo da und ja, bevor ich jetzt hier weiter so Abo-Battle-Scheiße mache, ah warte, ich tu das hier noch umbenennen in WZG, hab ich auch schon gemacht. Ja, schön stilgerecht. Ja, warst du mal schneller als ich, Alter. Aber du kommst ja auch jedes Mal schneller als ich. Deswegen ist das überhaupt gar kein Problem. Heute steigt das Niveau wieder. Und zwar rapide nach unten. So, ach ja, jetzt noch kurz, bevor wir anfangen, wollte ich ja so sagen, also so ein Part geht so 10 bis 15 Minuten. Da meine Internetleitung echt schwach ist und mit der Elgato werden echt Monster-Dateien erspielt. Und das ist natürlich sehr schlecht und deswegen
gehen halt nur 10 bis 15 Minuten. Aber ich denke, damit kann man arbeiten und jeden Tag eine Folge auf meinen Kanal und auf seinen Kanal. Deswegen, wir haben uns echt was Fettes vorgenommen und wir werden es auch durchziehen. So, dann machen wir Spiel suchen. Wir fangen einfach mal von oben nach unten an. Ja, machen auf wir jeden Team Fall. Deathmatch. Auf jeden Fall, ja, also bevor wir jetzt hier anfangen, was ist denn deine Lieblingsmap? Worauf hättest du jetzt am meisten Bock? Ich hätte ganz klar am meisten Bock auf nicht Turbine, sondern, alles klar. Nein, ich hätte Bock auf, wie heißt denn die Map genau? Overflow finde ich ganz witzig. Das ist dieses komische. Und, ah, wie heißen die? Irgendwie da an der Kaspischen Grenze. Nee, das ist, ich weiß nicht, wie die heißt. Hat irgendwie so ein. Hat, das keine ist Ahnung. Die, ja, wo die alle Sniper rumhängen. Aber egal. Ja, jetzt habe ich das Problem, ich habe diese scheiß Waffe noch nie in meinem Leben in der Hand gehabt. Erstmal ein paar. Ja, das ist bei mir auch jetzt so. Ich spiele die Waffe zum ersten Mal, also ich bin gespannt, wie ja, es da abgeht. Danach habe ich mir zu viel ich vorgenommen. Sagen, jetzt ist ja jeder Lust Part ist. Dabei, ey, jetzt, boah. Ha, jetzt sieht. Boah, ich sitze ein bisschen nah am Fernseher. Aber bisschen nah am Fernseher, ja, du. So, wo ist denn der Giorgio? Läuft der hier schon? So, ah, da ist er. Fangen wir erstmal direkt mal an hier. Das ist auch die Map hier, wo vorgestellt wurde. Ja, und ich habe sogar die Waffe vom Trailer. Ja, ja. Ja, ja, du bist ja auch hier, du musst dir natürlich die bessere Waffe holen, damit du ein bisschen mit deiner sagt Leistung... Sagt er und schaltet sich Ghost frei. Alles klar, was da los? Ja, direkt mal Volltreff, Alter, was da los? Alter, hier, du Allotrix-Fanboy. Ich. So. Ja, ich laufe wieder da lang, wo keine Gegner sind, ist klar. Nein, was mache ich? Ja, natürlich werde ich jetzt auch nicht die Überscores reißen, weil... wie alles gesagt, live ist, dabei, ihr seid immer, ich habe da auch so gerne auch mal eine Runde dabei. Vor allem, wenn wir dann zu den Nuketown-Karten kommen, ey, dann wird's witzig, ey. Da wird's auf jeden Fall lustig, weil das ist wirklich das Gemälde. Guck mal, jetzt bin ich in eine komplette Runde gelaufen, eine komplette Runde, hab mir den ganzen Marathon hier vorgenommen und hab nicht einen Gegner gesehen. Ey, das ist... ja. Aber ich muss echt sagen, auf dieser Map kann man sich auch echt die Füße wundlatschen und dann kriegt man auf einmal so irgendwie ein Heli von hinten, das ist natürlich also, nicht so geil. Ich bin jetzt hier einmal komplett rum. Gegner habe ich immer noch nicht gesehen. Ich habe mit dieser Waffe noch nicht einen einzigen Schuss gegeben und das schon seit wie vielen Minuten geht die Runde? Schon zwei? Boah, ich weiß es nicht. Nein, keine zwei Minuten. Gleich anderthalb. Wo sind denn die Gegner? So, auf mein. Ja, und gleich mal kassiert. Jawoll, jawoll. So, jetzt muss ich ja erstmal kurz ausprobieren. Das ist ein Vierer-Burst. Alles klar, mäßig Beast-Waffe. Also das Laden sieht auf jeden Fall richtig geil aus, muss ich schon sagen, bei der Waffe. Irgendwie so Zigaretten-Style, also Packung. Boah, Alter, kommt der von hinten. Ja, jetzt werde ich erstmal ein bisschen ruhiger sein, aber ich denke mal, wenn ich mich jetzt hier so dran gewöhnt habe, an diesem Live-Kommentieren, da wird es auch mal die ein oder andere Schreißszene geben. Schön. Also da flippe ich auf jeden Fall aus. Ja, es geht los hier. So, ich sehe nix. Oh, Alter, ein Aim. Ich muss gleich schon mal bei eBay nachgucken, ob ich da irgendwie Aim kaufen kann. Ja, oder Humor oder so. Scheiße! Auch mal was. Humor, da kann es mal witzig sein. Ja, davon hast du ja zwei Packungen bekommen. Ja, touché, mein Lieber. Ja, touché, Alter. So, ich hab jetzt ja. C'est la vie, mein Freund. So, jetzt haben wir hier. Alter Schwede. Ich hab jetzt einen verkackten Kill. Können wir mal eine andere. Ja, ich bin ja auch gerade wieder schön dabei, 5 zu 6, ja, das zieht meine KD natürlich runter. Meine KD ist momentan 1,2 immerhin oder hast du 1,1. Immerhin hast du mal einen Kill, Alter, ich hab 1 zu 3. Ich denke alle Leute, ich bin übelst in Hoop und dabei gesehen ich einmal... Schlecht. Scheiße, ich muss echt gleich mal zu Amazon. Oh Alter. Mann! Ich kann schon wieder kurz... Ja, er hat schon wieder dieses MMS-Visier da drauf, das die ganze Umgebung scannt, ey. Ah, lecken. Ey, das hatte ich noch gar nicht drauf, ne? So ein Noob-Visier will ich mir gar nicht auf meine Waffe packen, weil das ist Fremdschirm einfach. Auf jeden Fall Fremdschirm hier. Ey, was hier in der Mitte ist auch eigentlich immer was los. Aber ich habe jetzt gesehen, auf der Karte oben. Jetzt haben wir schon mal das Rotpunkt-Visier. Dass da hinten die Party abgeht. Boah, leck mich, er verkämpft sich da aber auch übelste. Hier ist nämlich der Stein der Weisen. Wie sie alle hier mit ihrem Headglitching tun, Alter. Ist ja krasser Shit. Boah, ey, hängt da zwei Stück Bats, kommt Messer, zack, geil, Mann, ich gehe hier wieder übelst ab, die Drohne raus, bam, bam, bam. Boah, auf den Tisch. Doch alle. 0,6er KD. Mann, dieser Typ mit diesem komischen MMS-Visier. Schon wieder hier Level gestiegen, Alter, was da los? Ja, du hast ja auch diese OP-Waffe, die jeder spielen kann. Du hast die übertriebenste OP-Waffe, Alter, die übertrieben mega überpowered. OP-Waffe, ist, ey. Junge, ey. Ja, ja, die ist OP, Alter. Over irgendwas, ey. Ey, wenn man die spielt, dann muss man sich die Hände danach waschen, weil es einfach zu krass ist. Boah,
Boah, Alter, ich laufe jetzt hier hinten irgendwie rum. Irgendwie komplett planlos. Ja, ich habe keinen Plan, wo ich überhaupt wo Gegner sein soll. Boah, boah! Also das Level hier, was heißt das Level? Die Map, wenn wir hier auf jeden Fall zu Ende spielen, das wird doch dann der erste Part sein, meine Freunde. Und dem ich gleich mal volles Rohr reinscheiß, Mann, so. Ist das peinlich, ey. Warte, was hab ich denn? Ich hab ein 9 zu 6, ja, kann man mit leben. Auf jeden Fall beim Live-Commentary. Dafür habe ich schon 5 schöne Dolphin-Dives gemacht und du nicht! Ich hab 5 zu 7 und vorletzt in der Lobby. Ja, Jungs, oder Mädels, je nachdem, wer mir zuguckt. Ich probiere mich wirklich zu steigern. Hier, du kleine. Ach, was war das denn? Das Video soll ja nicht ab 18 sein. Das ein. Ja, natürlich. Darauf müssen wir auf jeden Fall achten, dass wir hier Benjamin Blümchensprache raushauen. Nein, Spaß, Alter. Das geht mir am Arsch vorbei. Ja? Ich mache hier auf meinem Kanal, was ich möchte. Und wenn das Video dann ab 18 ist oder so, weil ich jetzt eine Fäkal. Eine Fäkal. Hauptsache erstmal eine Sprache überhaupt benutzen, nicht nur eine Fäkal. Erstmal direkt versprochen, Alter. Versprecher, Mann. Versprecher, du Verbrecher, Alter. Ja, ich verspreche mich momentan. Boah, dieses scheiß Auto-Aim, Alter. Aber das liegt einfach daran, weil ich hier ein bisschen nervös bin. Hier Live-Commentary und so macht man auch nicht alle Tage und das ist mein erstes Mal. Und beim ersten Mal ist man immer nervös. Also, ich spreche nicht aus der Erfahrung. Also, die erste Zigarette anzuzünden, da war ich auch sehr nervös. Also, ich wollte gerade sagen, das hast du alle gemerkt. Alle Kinder haben gedacht, wir reden von Sex, Penis. Mann, ey. Komm, die 75 Punkte kriegen wir doch hier voll, Mann, ey. Das soll doch nicht hier direkt mal so ein Loser-Part sein. Warte. Was? Ja, war klar. War klar, 9 zu 11. So kann man die KD sich richtig versauen. Also da können die sich echt mal alle schön. Ich will positiv sein. Ich will positiv sein, Mann. Ja, bist du doch schon bei Heimfrau, Alter. Was willst du denn noch mehr? Du dreckiges Stück, ey. Ey, war mal nicht schlecht, also. Ich will positiv sein, Alter. Das hat doch damals beim Test gesagt, weißt du? Hat er mich angerufen, ey, ich will positiv sein. Und da habe ich gesagt, hat er gesagt, ey, ich bin positiv, das ist doch was Gutes, ich hab's nicht. Hab ich gesagt, doch, das ist es. Das ist es, mein Freund. Du bist HIV-positiv und da hat er sich gefreut wie ein Ast, aber er weiß gar nicht, dass es eine Krankheit ist. Ey, woher kommt denn diese kleine, dreckige Made, ey? Fifth seine. Ey, diese Map ist ja. Die Map kannst du dir ja nicht geben, Alter. Die Map ist ja übelst. Doch, die Map ist auf jeden Fall. Die Map ist ja übelst Augenkrebs, ey. Augenkrebs, Alter, die ist. Die Map ist wie du, Alter, wenn ich dich sehe. Ich auch Augenkrebs, ist hier, ey. Alter, ich krieg nur noch auf den Sack, Alter. 8. Sagt Justin Bieber Verschnitt, warte mal. Der war jetzt nicht so stark, ne, merkst du selber. Sollte auch gar nicht stark sein, Alter. Der sollte nur mich verletzen. Der sollte dich auch nicht verletzen, weil das Einzige, was an dir stark ist, sind deine Zähne, die riechen, Alter. Aber das war's auch. Okay. Jogo richtig auf dem Geld. Welcome to the Mann. Hood, Junge, ah ne. Bam, Double Kill. Jetzt wieder die Kill noch in den Arsch geschoben, ey. Komm. Ja in den Arsch geschoben, Alter. Ich bin ein übertriebener Killer, Mann. Ich heule gleich schon wieder los wie so ein kleines Mädchen, ey. Alter, komm. Komm, ich möchte hier noch was zeigen. Nicht nur die Drohne. Nicht nur die Drohne. Möchte, ey, ich möchte jetzt auch mal was zeigen, außer negative KDs. Ey, das ist. Was für eine Waffe hat der? Diese Scheißvisier. So, geil, jetzt kann ich den Papierflieger raushauen, den Hunter-Killer, meine Freunde. So, könnt ihr euch mal reinziehen, wie geil der abgeht. Einfach mal in die Luft schmeißen und der sucht sich random ein Ziel aus. Random. Scheiße. Nein, weil du tötest mich, Alter. Du bist live gerade dabei. Ja, Mann. Scheiße! Ja, auf jeden Fall geil, Alter, dass ich einfach... Ich sehe auf dieser Map keine Gegner und wenn, dann sind sie hinter mir und killen mich, ja. Da unten liegt die Min... Ich habe 9 zu 14, Alter. 9 zu 14. Ey, aber man kann manchmal nicht sagen, dass ich dieses, Ja, ist ja schön, da wird immer gefragt, Alter. Nein. Halt die Fresse, Mann. Wer ist der Boss? Ich bin der Boss. Wer ist der Boss? Ich bin der Boss. Wer ist die Muschi? Du bist die Muschi. Ja, bla, Alter. Jetzt so. Hier. Machen wir mal nicht genug. Wer ist Kolida? Du bist nicht Kolida. Ich bin Kolida. Du bist nicht Kolida. Ich bin Kolida. Du bist nicht Kolida. Okay? Ja, hast du gut an. Wer hat mich gewählt? Du hast mich gewählt. Wer hat mich gewählt? Du hast mich gewählt. Also fick dich. Zack, Junge, bam, Alter, wie ich die einfach zerrotze mit der Waffe, ne? 20 zu 14, sehr schön, ey. Das beim Live-Commentary ist auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen, ne? Alter, und ich kämpfe hier mit jedem scheiß Kill wie so ein Geier, ey. Ist ja unjaublech. Aber ich. Ich weiß nicht, du musst. Weißt du, du darfst nicht so am Map-Brand hängen, weißt du? Du musst gucken, so mal auf die Map, dass du nicht immer nach außen guckst. Jawohl. Ja.
So, jetzt sind wir auch an den 15 Minuten angelangt. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Projekt auf jeden mit dir. Alter, nur Lady, wenn ich besser, ne? Vielleicht, wenn ich mal besser werde. Genau, das kann auf jeden Fall. Warte mal. Ja. Träum mal weiter. So. Ja, meine Freunde, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie ihr es findet. Oder gebt einen Daumen hoch oder nehmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen im Haushalt. Ich würde sagen, bis bald, aber nicht im bald. Ja, Jungs, ciao. Haut da rein. Tschö mit.